Jo Leute, Double Peace. Ich habe gerade was entdeckt, was mich so ultimativ belustigt, aber auch gleichermaßen wütend macht. Und zwar kurz zur Vorgeschichte. Also das hier ist erstmal das, worum es geht. Habt ihr wahrscheinlich auch schon im Thumbnail bzw. im Titel gesehen. Ich habe momentan irgendwie so einen Schlafrhythmus. Ich schlafe irgendwie 21,5 Stunden und 23 Sekunden und dann stehe ich irgendwann mitten in der Nacht auf. In dem Fall jetzt heute bin ich aufgestanden um 21:30 Uhr und das ist für mich zu spät, um einkaufen zu gehen, weil ich wohne hier halt in so einem Dorf, Stadt, Dorf, Stadt, Dorf, Stadt. Manchmal ist es ein bisschen Stadt und manchmal ist es ein bisschen Dorf. Von den Öffnungszeiten ist es eher Dorf. Und deshalb kann ich unter normalen Umständen nichts mehr einkaufen und leider auch bei normalen Lieferdiensten nicht mehr bestellen, weil die Lieferdienste, die qualitativ einen höheren Wert haben, die liefern nur bis 22 Uhr. Und alle Läden machen um 20, 21, 22 Uhr maximal zu. Und ich dachte mir so, bis ich meinen schwitzigen Arsch in die Wanne bekommen habe, um mich zu duschen, das kriege ich nicht hin. Bis dahin dann irgendwo bei Edeka zu sein oder so und dann noch da 30 Minuten dahin laufen. Das funktioniert nicht. Wahrscheinlich renne ich noch dahin, um mir 1 Kilo Weintrauben zu kaufen und dann zu sagen, Healthy Lifestyle, bekomme ich jetzt 100.000 Follower auf Instagram? Wisst ihr, was ich meine? Jedenfalls musste ich mir dann leider bei einem Lieferdienst bestellen, mit dem ich schon geschmackstechnisch und qualitativ negativere Erfahrung gemacht haben. Ihr wisst, ich habe schon mal gesagt, dass ich oft esse, einfach nur um mein Hungergefühl zu stillen. Und deswegen habe ich mich auch oft dazu entschieden, halt Lebensmittel von schlechterer Qualität zu nutzen, um halt meinen Hunger zu stillen, weil lieber scheiße essen und satt sein als gar nicht essen und Hunger haben. Versteht ihr, was ich meine? Das Hungergefühl, das ist bei mir ausgeprägter als jeder, der einen Arm oder ein Bein verloren hat. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie was sich hier drin denn auf einmal offenbart in kürzester Zeit. Jedenfalls habe ich hier so einige Dinge bestellt, aber die anderen Dinge werde ich jetzt nicht zeigen, weil da fühle ich mich nicht verarscht, außer dass ich mir einen extra großen Burger bestellt habe und darunter verstanden habe, dass zwei Fleischscheiben drauf sind. Ihr glaubt es nicht. Der Burger, der kommt an, ich mache ihn auf, ich denke, zwei Fleischscheiben, ist da so eine Fleischscheibe drauf? Ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Das war so ein Burger mit so einem Brot. So ein Fladenbrot in der Mitte aufgeschnitten und dazwischen so ein Fleischstück geklemmt. Und ich dachte mir, wer will mich denn hier verarschen, Alter? Ich dachte, Double Patty hier schön wie ein Double Cup Burger und dann war das so eine Fleischscheibe, Alter. So ein halber Flughafen, da kann eine Boeing 7623 mit 1 PS raufsteigen. Wisst ihr, ich weiß gar nicht, was da los war. Jedenfalls geht das hier drum und hier drum. Und zwar, in der Fußball-WM war das üblich gewesen, dass irgendwie alle, die auf dem Spielfeld sich befunden haben, beziehungsweise wo die Kamera auf die Leute gezeigt haben, die getrunken haben, die haben immer alle Bon Aqua Wasser getrunken. Keine Ahnung, war da wahrscheinlich der Sponsor. Ist so überteuertes Wasser, was man normalerweise ja halt im Laden kaufen kann. Ich kannte das vom Namen her und deswegen habe ich mich dazu entschieden, hey, Tanzverbot, du wolltest ja auch einfach mal Bon Aqua Wasser ausprobieren. Du willst ja gerade eh, du frisst zwar Scheiße, aber du willst keine Scheiße trinken, weißt du, obwohl ich mir heute schon wieder Scheiße. Ach, das ist ein anderes Thema. Darüber möchte ich gar nicht mit euch sprechen. Insta-Follow! Und deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, das zu kaufen. Wohlgemerkt 3 Euro. 3 Euro für Bon Aqua Wasser. Ich dachte mir, okay, es ist ein Lieferdienst und es ist Markenwasser. Das geht man einmal ein, um die Erfahrung zu machen und zu wissen, ob sich dahinter Qualität versteckt. Was kommt an? Mach die Augen zu. Mach die Augen zu. Ich werde überaggressiv. Mach die Augen auf. Adello. Es kommt einfach Adello an. Was ist Adello? Irgendeine China-Marke, die hierher importiert wird, so illegalerweise. Das ist so, kennt ihr, das ist genau wie diese Leute, diese Chinesen, die vor Netto oder so stehen und Zigaretten verkaufen. Hier ist bestimmt keine Zollgebühren drauf und kein, was weiß. Was ist Adello? Wer will mich hier eigentlich verarschen? Ich habe Bon Aqua bestellt und Adello ist wahrscheinlich so eine Eigenmarke wie irgendwie Ja oder Gut und Günstig. Wollen die mich eigentlich verarschen? 3 Euro! 3 Euro hat das hier gekostet. Da steht, die werben mit Bon Aqua. Bon Aqua ist eine qualitativ hochwertige Marke für 7-mal durch Gesteins gefiltertes Wasser. Und was bekomme ich hier? Adello! Das erinnert mich an diese Fette, die singen kann, diese Adele. Wisst ihr, was ich meine? Wo sich so viele lustig drüber gemacht haben, weil die dick ist. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm, aber die erinnert mich einfach gerade daran. Und da kommt das an. Das hatte ich schon mal bei einem Lieferdienst. Da habe ich eine Capri-Sonne bestellt und wisst ihr, was ankam? So ein Netto-Fake. Die 1 Euro weniger kosten als die Capri-Sonne. Das ist eine Schweinerei auf dem höchsten Niveau, wie ich es mir vorstellen könnte, auf diesem scheiß Planeten. Ihr glaubt, ihr habt Scheiße erlebt? Ich habe Bon Aqua bestellt und Adello kommt an.
Was ist das eigentlich für eine Schweinerei? Die werben damit. Die können den Preis schön in die Höhe treiben und denken, dass ich darauf nicht reagiere. Und ich werde darauf reagieren, weil ich lasse mich nicht mehr verarschen. Das ist jetzt das zweite Mal. Beim ersten Mal dachte ich mir so, okay, ja, vielleicht geht es euch finanziell nicht so gut und deswegen wollt ihr jetzt viel mehr dafür verlangen. Aber Bon Aqua ist eine Marke und keine Gesamtbezeichnung von Mineralwasser. Versteht ihr das? Ihr habt gezielt mit einer Marke geworben, die ihr mir aber nicht bietet, sondern ihr kommt hier mit diesem Adello an. Und das kann einfach nicht sein, weil dieses Adello kostet wahrscheinlich 20 Cent im Laden und Bon Aqua über 1,50 oder so pro Flasche, pro Liter. Und das kann nicht sein und deswegen, und das ist auch ein Appell an euch, wenn ihr so verarscht werdet von dem Lieferdienst, lasst euch das nicht gefallen. Guckt ganz genau, was ihr bestellt, von welcher Marke und welche Marke bei euch ankommt. Und ich werde diesen Lieferservice mit einem Stern bewerten, weil ich das nicht einsehe, dass sie mit einer teuren Marke ihr Mineralwasser bewerben und am Ende etwas ankommt, was man bei Kaufland kistenweise zum Sonderpreis kaufen kann. Das sehe ich nicht ein. Jetzt kommen wir zum nächsten. Leute, meine Kinnlade ist runtergefallen. Die musste ich erstmal wieder hochdrehen, um klar auf mein Leben zu kommen. Hier drin befindet sich Schnitzel mit Pommes Frites. Man denkt sich so, oh, ein Wunder Gottes. Es schmeckt übertrieben gut. Da kann man nicht viel falsch machen. Pff, Arsch lecken. Mach die Augen zu. Du machst jetzt die Augen. Ich schlag gleich meinen Tisch kaputt. Ich schwöre es dir. Mach die Augen zu. Mach die Augen auf. Das ist ein Schnitzel. Das gesamte Menü kostet 6 Euro. Die liegen jetzt zwar schon etwas länger, aber ich kann euch versichern, dass der Zustand sich seitdem nicht verändert hat. Pommes kann man nicht bestellen. Ich kenne keinen einzigen Lieferservice, der es schafft, Pommes in einem guten Zustand, in einem guten, knusprigen Zustand zum Lieferort zu bringen. Guckt es euch an. Jeder einzelne ist so. Wer will mich verarschen? Ich finde knusprige Pommes und nicht das hier. Was denn das? Wenn ich mir etwas Wackeliges angucken will, gucke ich mir meinen Pümmel an, aber keine Pommes. Und jetzt kommen wir zu dem... Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich zeige euch mal das Schnitzel. Das sieht schlimmer aus als die Toasties, die man normalerweise in den Toaster steckt. Das sieht so aus wie das, nur ein bisschen mehr rangehangen. Das ist eine Verarsche. Was ist das? Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich habe das bei einem Steakhouse bestellt. Ich weiß, das ist kein Steak. Man möge ja meinen, die kennen sich mit Fleisch aus. Ich bestelle bei einem Steakhouse. Und als Schnitzel kommt das an. Was? 6 Euro. Gut, ich würde mir 1 Euro eingehen lassen, weil die Verpackung, das ist echt eine hochwertige, gute Verpackung, die auch sehr lange warm gehalten hat. Und ich finde das immer ultra mega nice, wenn ich irgendwo bestelle. Diese Verpackung, ihr müsst das mal machen, wenn ihr bei irgendwelchen normalen Lieferdiensten bestellen, die keine eigenen Verpackungen haben, so wie bei Hallo Pizza oder Corle Pizza, dann liefern die meistens immer mit solchen Verpackungen, weil die warm halten. Das ist halt irgendwie so, keine Ahnung, eine Abschirmung. Und wenn ihr die Hand drauf haltet, instant wird das warm. Und das gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich das anfasse. Ich denke, das Essen, was da drin ist, ist was Gutes. Es muss was Gutes sein, weil sonst würde kein Lieferdienst der Welt würde so eine Verpackung auf sich nehmen. Das ist ein Materialaufwand bestimmt von... Ich weiß nicht, kommt halt drauf an, ob die das bei einem Großhandel in Riesenmengen gekauft haben. Aber ich denke mal, hierbei handelt es sich mindestens um 30, 40 Cent pro so ein Ding. Je nachdem, welche Stückzahlen sie gekauft haben. Kann auch auf 20 Cent runtergehen, wenn die 1 Million Verpackungen davon kaufen. Wisst ihr, was ich meine? Dann denkt man, ja, wohlbehütet kommt das Essen an, in solch einer gut thermotisierten Verpackung. Dann mache ich das auf. Flitzepiepe, was ist denn das für ein Dreck, Alter? Das fühlt sich so an, als ob die Pommes die gesamte Luftfeuchtigkeit der Umgebung angezogen haben. Ja, Luft in Feuchter, Tanzverbot gibt euch einen Tipp. Holt euch Pommes von diesem scheiß Lieferservice, den ich nicht nennen möchte, weil ich den schon genug damit strafe, dass ich den einen Stern geben werde, jetzt gleich, wenn ich fertig bin. Holt euch einfach Pommes von dem Lieferdienst und stellt sie hier hin. Und schon habt ihr nur noch 10% Luftfeuchtigkeit, weil die Pommes ein Liter Feuchtigkeit pro Stunde aus dem Raum ziehen. Und das ist eine Verarsche auf dem höchsten Niveau, das mir bekannt ist. Also da kann ich leider nicht mehr zu sagen und...
Ich rate euch auch allen dazu, jeden Einzelnen, der schon in irgendeiner Art und Weise negative Erfahrungen mit dem Lieferservice in Bezug auf Fake-Angebote gemacht hat, dass sie genauso handelt wie ich. Das ist jetzt das zweite Mal. Und glaubt mir, das machen viele Lieferservices. Jetzt so Call a Pizza oder sowas nicht. Die haben alle ihre Markendeals, die haben alle ihre Coca-Cola, die haben alle ihre Mezzomix, Fixen, Pimmel, Arschloch. Diese ganzen Dinger, die haben alle ihre festen Angebote. Das ist ein riesen Franchise-Unternehmen, was ihr wisst ihr, aber das ist ein Einzelunternehmen und die verarschen mich. Das ist eine Verarsche. Und das ist nicht zulässig. Wenn dort Bon Aqua steht und die mit Adello ankommen. Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich werde das trotzdem irgendwie aufessen müssen. Ich weiß nicht. Ich kann ja mal probieren, wie schmecken die Scheiße. Alter! Ist das ein Stein? Das piekt richtig im Mund. Die Fasern pieken, weil sie ausgetrocknet sind. Sechs Euro. Ich habe 1-2 Pommes hier draus gegessen vorher. 6 Euro. Verarsche auf einem ganz hohen Niveau, Alter. Ey, das geht mir ein bisschen in meine Zehenspitzen rein, Alter. Alles klar, Rito. Ich liebe euch ganz doll. Passt ganz doll auf. Lasst euch nicht von irgendwelchen Trickbetrügern verarschen. Geht auf Nummer sicher, guckt, ob ihr die Marke erhaltet, die ihr bestellt habt, für die ihr bezahlt habt zum Beispiel auch. Und achtet einfach drauf. Lasst euch nicht verarschen von dieser Industrie. Fuck das System, Alter. Haut rein, ich liebe euch.